Die Windel eures Babys läuft öfter aus und ihr wollt wissen, hey, was kann ich tun, um das zu vermeiden? Genau darüber sprechen wir jetzt in diesem Video. Mein Baby liegt hier auch schon parat und es gibt verschiedene Dinge, auf die man achten kann, um zu verhindern, dass die Windel ausläuft oder das Risiko zu minimieren. Hundertprozentig gewährleisten kann man das natürlich nie. So, und zwar wollte ich mir einmal mit euch eine Windel anschauen, denn das allererste ist zum Beispiel, dass man sich einmal diesen Auslaufschutz anguckt und den kennen einfach auch ganz viele Eltern nicht, kannte ich auch nicht vor meinem ersten Kind, warum auch. Und zwar sind in den meisten Windeln hier so Auslaufschütze, die am besten so ein bisschen nach außen geklappt sind und einfach, die man sich einfach mal angucken kann, damit man dafür ein Gefühl entwickelt. Und hier auch dieser Auslaufschutz nochmal an den Seiten, diese kleinen Flügelchen. Und wenn man die Windel anlegt, dann sollte man darauf achten, dass die Flügelchen auch wirklich nach außen stehen, nach außen so, und nicht irgendwie nach innen mit eingeschlagen werden. Das passiert ja des Öfteren mal, wenn man einfach, ja, es eilig hat am Wickeltisch, das Baby weint vielleicht schon, man ist unruhig, man möchte schnell stillen oder die Flasche füttern, macht die Windel irgendwie zu, achtet nicht darauf. Und ruckzuck ist das passiert, das ist hier mit eingeschlagen und dann ist natürlich auch die Möglichkeit da, dass es dort eher mal ausläuft. Also darauf einfach immer mal achten, auf diesen Auslaufschutz. Und dann auch darauf achten, dass diese Flügelchen hier zum Beispiel auch wirklich hier mit rübergezogen werden, sodass auch hier nochmal zusätzlich so ein kleiner Schutz entsteht. Auch das ist mir schon des Öfteren passiert, dass ich das einfach so eingeschlagen habe. Und klar, dann kann es hier halt auch mal nebenher laufen. Ich zeige euch das jetzt aber auch nochmal an der Puppe, dann ist das einfach ein bisschen einfacher zu sehen. Und zwar dann wirklich hier darauf achten. Hier quasi ist dieser Auslaufschutz, den so ein bisschen hier rauszuholen an der Seite, so wie es geht. Und dann beim Schließen der Windel darauf zu achten, die Flügelchen mit rauszuholen. Also vor allem auch an den Oberschenkeln. Das wäre dann ja quasi hier, ne? Diese Flügelchen wirklich hier mit rausholen. Auch einmal nochmal rundherum gehen und gucken, dass auch wirklich überall das gut sitzt am Oberschenkel. Und dann beim Verschließen der Windel hier darauf achten, das wirklich auch mit hier rüber zu ziehen. Am besten einmal hier so einschlagen und dann die Windel so schließen. Das wäre quasi optimal. Und dann sollte hier zumindest erstmal nichts mehr passieren. Aber es kann auch sein, dass einfach die Windel eurem Baby noch nicht so gut passt. Auch das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Jedes Baby hat natürlich auch einen anderen Körperbau und nicht jede Passform passt auch, also nicht jede Passform von der Windel passt auch für jedes Baby. Das heißt, auch da testet euch einfach mal durch. Ich würde schauen, dass ihr euch noch nicht so super viele Pakete an Windeln kauft, direkt vorab, sondern vielleicht so ein, zwei Pakete, um zu schauen, kommen wir mit der Marke ganz gut zurecht, verträgt ihr unser Baby auch gut und wie ist die Passform so? Schließt die auch ganz gut, denn da gibt es tatsächlich auch große Unterschiede, musste ich aber auch erstmal hinterkommen bei meinen Kindern und deswegen habe ich mich da auch etwas durchgetestet. Wenn ihr das Gefühl habt, dass hier am Oberschenkel zum Beispiel noch ganz viel Platz ist und dass es öfter mal so ist, dass hier auch Urin nebenher läuft oder Stuhlgang, das ist manchmal so, wenn die Windel hier am Oberschenkel noch nicht gut passt, dann kann man nämlich manchmal auch schon hier so von der Seite reinschauen und sieht einfach, boah, da ist noch so viel Platz, klar läuft es da nebenher. Dann könnte man zum Beispiel mal gucken, ob man die Windel nicht gerade verschließt, sondern ob man die Windel zum Beispiel so ein bisschen schräg verschließt, weil dadurch wird der Beinausschnitt etwas kleiner und dann minimiert man quasi das Risiko, dass es da etwas nebenher läuft. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Oder wie gesagt, ihr probiert einfach nochmal eine andere Windel aus. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, und zwar die Windel einzuschlagen. Ich lege die Maus hier nochmal zur Seite. Bei vielen ist es nämlich so, dass hier hinten am Rücken sich die Windel entleert oder dass hier der Stuhlgang quasi rausläuft. Das kann auch verschiedene Ursachen haben. Was man machen kann, ist zum Beispiel die Windel so einzuschlagen. Also ihr klappt die quasi so nach innen ein und würdet dann so die Windel verschließen. Das macht nochmal so einen extra Auslaufschutz, weil sich das dann manchmal so ein bisschen hochstellt und das verhindert dann quasi, dass hier der Stuhlgang austritt. Zeige ich euch jetzt aber auch gleich nochmal. Komm mal her. So, dafür einfach die Windel entweder vorher einklappen, das Baby auf die Seite drehen vorsichtig. Man kann es aber auch hinterher machen. Also zum Beispiel, dass ihr die Windel jetzt hier so ein bisschen einklappt. Einfacher finde ich es aber, wenn man es vorher gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber da müsst ihr euch auch mal so ein bisschen durchtesten. Genau. Also das könnte man machen, wenn ihr das Gefühl habt, hier entleert sich des Öfteren etwas. Muss man aber auch nicht. Prinzipiell würde ich immer das Baby beim Wickeln nochmal auf die Seite drehen und einfach gucken, ob die Windel hier auch wirklich gut sitzt, ob die gut verschlossen ist, ob es vielleicht zu weit ist oder zu locker ist. Und dann, was mir auch des Öfteren passiert ist am Anfang, wenn man zum Beispiel den Body wieder mit runterzieht und die Windel sitzt sehr locker, dass man die Windel hier so über den halben Po mitzieht und natürlich, wenn die dann hier so auf halb acht hängt,
dann kommt da natürlich auch des Öfteren mal was raus. Also einfach immer mal schauen, sitzt die Windel hier gerade, ist sie nicht zu eng und nicht zu locker und immer vorsichtig sein, wenn man quasi den Body wieder mit runterzieht, Baby wieder zurückrollen, vorsichtig, dass man nicht die Windel irgendwo quasi mit runterzieht und auch gerne die Kinder dann einfach nochmal auf die Seite drehen und nochmal kontrollieren. Wenn das aber alles nichts nützen sollte, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr einfach vielleicht eine neue Windelgröße braucht. Also vielleicht auch schon eine Windelgröße größer. Also auch da testet euch einfach mal durch. Und mich würde jetzt interessieren, was eure Tipps und Tricks sind zum Wickeln. Schreibt es in die Kommentare. Und auch ich habe noch ein Video gemacht zu praktischen Tipps und Tricks zum Wickeln generell. Schau dir auch das Video gerne nochmal an.